Hallo, ich bin Cesar, dein persönlicher Bewegungstherapeut. Und heute zeige ich dir die Agni Sara Atemübung. Stell deine Füße hüftbreit zueinander hin. Kniescheiben hochziehen. Gesäß anspannen, Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule, Brustbein drückt nach vorne, Kinn weg vom Hals. Tief einatmen, dabei die Arme hoch über den Kopf heben. Vorbeugen, dabei vollständig über den Mund ausatmen, Hände auf die Knie ablegen. Ohne zu atmen, Bauch einziehen und nach vorne schellen lassen. Wiederhole das ein paar Mal. Atem bleibt angehalten. Hierbei werden die Bauchorgane massiert. Vor- und zurückschellen lassen. Atem ist immer noch angehalten. Wenn der Einatemimpuls kommt, wieder aufrichten und eine Ausgleichsatmung machen. Einatmend Arme über den Kopf heben, ausatmend vollständig über den Mund ausatmen, Atem anhalten und den Bauch vor- und zurückschellen lassen. Wiederhole das ein paar Mal. Richte dich auf. Ausgleichsatmung. Einatmend Arme heben. Ausatmen, Vorbeuge, vollständig ausatmen. Im angehaltenen Atemzustand Bauch vor- und zurückschellen lassen. Einatmend hochkommen. Hier einige Wirkungen der Agni Sara Übung. Sie massiert die Organe im Bauchraum, löst hier die Verspannungen und Verklebungen und wirkt sich positiv auf die Sexualorgane aus. Empfehlenswert ist, diese Übung auf leeren Magen auszuführen.